Meine lieben Freunde, wir finden uns wieder zusammen hier vor dem Eingang zur Stadt des Windes Azedan, wo es nun zum Ritual, zur Zeremonie kommen soll. Denn die kleine Hüde hat sich entschieden, eine Windreiterin zu werden. Und dafür haben wir ihr geholfen, sind mit ihr den Sui-Turm hochgestürmt und haben da das göttliche Gewand ihr, ja, im Kampf gegen so ein sonderbares Viech da geschnappt. Und jetzt sind wir wieder zurück und ich begrüße euch recht herzlich zurück hier bei Dragon Quest X, der Online-Version, in der wir nun hier in das Dörflein gehen. Und ihr seht, unsere angeworbenen Söldner haben Reißaus genommen und sind wieder weg. Wir sind alleine. Ich hoffe deshalb, dass es hier nicht gleich zum Kampf kommt. Das wäre nicht allzu schön. Aber ich denke mal, wir könnten uns beweisen. Wir sind ja gar nicht mehr die Allerschwächsten, wie wir es lange Zeit waren. Jetzt gehen wir zurück und hoffen, dass wir im Dorf dann gleich eine besondere Überraschung erfahren. Okay. Und das ist der Fall. Nun beginnt die Zeremonie des Windreitens. Die alten Winde, die bisher immer stets durch Azedan geweht sind, ihre Aufgabe endet und wird in die Ferne hinabgleiten. Jetzt weht ein neuer Wind hier durch Azedan. Ein Wind, der schon sprüht vor zusammengekommener Kraft. Kultivierter Kraft. Und hier in Azedan, hier in Azedan beginnt es nun. Ich bin es, die den Wind bringt, die Windreiterin, Fuda. Der neue kultivierte Wind wird ewig pusten durch die Stadt und die Stadt Azedan beschützen. Und gedeihen lassen, das schwöre ich hier, feierlich. Na, da hat sie doch gerade noch den Sprung gekriegt, uns doch noch ganz galant erscheinen lassen, die kleine Fuda. Aber die Nervosität war natürlich ganz klar ein Teil ihrer Rede gewesen da. Jedenfalls können wir nun als allererstes womöglich den Gang zur Taverne nochmal gehen, um dort neue Leute für unser Team abzuwerben und danach haben wir eigentlich alles erledigt hier, oder? Zumindest die Aufgabe, die uns von Fudas Vater gegeben ward, ist abgeschlossen. Sprich, wir dürfen hoffentlich gleich die nächste schöne Schlüssel, das Schlüsselemblem kriegen. Das wäre doch was. So, warte mal hier. Wo geh ich denn hin? Hallo, die Dame. So, das ist die Abenteurer- und Reisenden-Taverne. Was wollen sie machen? Ich will Kameraden haben. Wen sucht ihr denn da? Ja, gib mir mal erstmal alles raus, was du hast. Einen Moment. Guck ich mal nach dem höchsten Level. Ich glaube ja, 50 darf ich, glaube ich, nicht, ne? War das nicht so gewesen, dass wir da eingeschränkt waren? Moment mal. Wobei, das, ich glaube, doch 50 ist die Grenze gewesen, ne? Wollen wir auch noch einen Mönch hier haben? Guck mal, der. Achso, alles, was unter Level 80 ist. Okay, 50 ist noch. Dürfen wir also, okay. So. Hier haben wir Bahnschickse. Eine Mönchsdame. Reicht aber nicht, wir wollen noch mehr.
Was wollen wir denn noch? Einen Krieger vielleicht? Dieb? Das wäre auch eine Möglichkeit. Hier, guckt euch das mal an. Ein Monster. Monsterwärter sozusagen. Pukripo. Ja. Ist der Name. Kommt immer Pukripo. Und dann können wir ja vielleicht noch einen Kämpfer noch mitnehmen. Dann sind wir schon ausgestattet. Soweit wie es gehen soll. Wie wär's denn da? Mit dem Ready Kianon. Guckt euch den mal an. Ready Level 50. Das klingt doch fabelhaft. Damit wollen wir es jetzt auch mal angehen. So, und da jetzt unsere Aufgabe erfüllt ist soweit und wir mit einem frisch ausgestatteten Team jetzt hier weitergehen können, blicke ich mal auf die Karte. Und wir müssen voraussichtlich dann jetzt zum Anwesen des Territorialfürsten hier gehen. Vermute ich mal. Jutta guckt immer noch hier rüber in die Schlucht hinab. Sollen wir mal weitermachen. Und wir können gleich hier hochgehen. Denn das wird unsere Aufgabe sein, hier dem guten Herren noch mal einen Besuch abzustatten und vielleicht auch noch mal für Fuda ein paar lobende Worte zu finden. Das wäre doch auch noch mal was. Sie hat sich ja doch ganz gut angestellt. Die Prüfung, die sie ja noch vor einer Weile nicht erledigen wollte. Zu groß war ihr Groll auf das Amt, das sie nun inne hat und auch auf die wunderschönen Windhirsche da unten. Da sie ja die Schuld für den Tod ihrer Mutter ihnen gegeben hat. So, jetzt gehen wir mal hier hoch. Und steigen bis ganz nach oben. So, Fuda sagt, ah, Herr Kurando. Schauen Sie nur. Das Windgewand. Haben Sie meine Zeremonie denn begleitet? Haben Sie es gesehen? Oh, ich hab auf dich gewartet, Kurando. Also komm doch direkt mal in mein Zimmer rein. Hoho, so eine Einladung. Da komm ich doch glatt mal mit. So, schöne Hausschrein da oben auf dem Regal. Und da spricht es Taki Toda wie folgt. Ach, meine kleine Fuda, in ihrer Rede kam die zwar ins Straucheln, man hat ihre Angst gespürt. Doch glücklicherweise hat sie es unbescholten geschafft, ohne Probleme, diese Zeremonie als Windreiterin letztendlich zu beenden und den Wind fortzuschicken. Und das ist natürlich ganz klar auch dir zu verdanken, Kurando. Vielen herzlichen Dank. Und wenn keine große Veränderung mehr hier einschreitet, dann wird ein guter Wind durch Aslan wehen. Und zwar fortan. Es hat es begonnen mit dem Amt natürlich seiner Tochter Fuda. Deshalb wünsche ich dir, dass deine Reise auch in eine gute Richtung geht. Fortan. Du bist nun ein neuer Held von Azedan, der die Hoffnung hier zurückgebracht hat, Kurando. Und deshalb erhältst du von mir nun das grüne Schlüsselemblem. Da ist es. Das grüne Schlüsselemblem. Erhalt ihn. Wie schön. Das ist aber herzlich. Das ist aber herzlich. Nehme ich doch gerne an. Aber man hat gemerkt, ja, dass im Sui-Turm, wo ja das Windgewand nicht einfach so fortgegeben wird, sondern lediglich in die Hand des Windreiters, dass dort ein Monster war. Ein Monster erschienen ist. Dass die Handlanger des Bösen selbst in dieses Gebiet eingedrungen sind. Da frage ich mich wirklich, was passiert auf dieser Welt? Du wirst deine Reise fortsetzen, nicht wahr, Kurando? Und ich denke, wenn du fortan Probleme haben solltest, die Kraft wird dir beistehen. Herr Kurando, vielen herzlichen Dank. Dank Ihnen kann ich ein wenig selbst an mich glauben nun. Ich werde mein Bestes geben als Windreiterin.
und so die Aufgabe meiner Mutter, die Arbeit meiner Mutter fortführen. Und es gibt viele Leute, die mir dabei geholfen haben. Und fortan will ich alles für meinen Vater und das Dorf tun. Und gemeinsam mit den Windhirschen kooperieren und alles für mein Dorf tun und lassen, was es geht. So, 3500 Erfahrungspunkte haben wir gekriegt, das ist doch schön. Und 2000 Gold auch noch oben drin, neben dem Schlüsselemblem, ist doch schon mal ganz schön. Und so sind wir die Bewahrer der Windsurfer sozusagen und haben unseren Soll erfüllt. Und nicht nur das, das Schlüsselemblem ist unser und damit können wir nun weiter auf unserer Reise die Jagd fortsetzen, denn wir brauchen noch weitere. Wir sind noch mittendrin. Der Weise im Zug hat uns ja gesagt, du brauchst sie alle, die Schlüssel und Blimps, als Beweis deiner Kraft. Damit wir ja dem Bösen entgegenstehen können. Also, ihr wisst, wo es uns hinführt. Zum Bahnhof. Denn zwar gibt es hier auf dem Kontinent natürlich noch allerlei Dinge zu tun, aber wir müssen uns der Story nun beugen, denn viele andere Gebiete, die, ich glaube, das würden wir rein von der Kraft nicht schaffen, die zu bereisen. Das haben wir ja im Land der Weddies schon gesehen, dass wir da recht schnell den Kurzen gezogen haben. Also, sind wir zielstrebig jetzt und nehmen direkten Kurs auf den Bahnhof und mal schauen, was uns als nächstes erwartet. Ich habe gerade noch gar keinen Schimmer und das ist das Spannende daran. Ich lass mich überraschen. Was mag verborgen liegen? Auf dem nächsten Kontinent, den wir nun besuchen dürfen. Also. Auf der Questliste ist was Neues auch erschienen. Mal kurz gucken. Questliste, hier unten. Und da ist ja noch, wir haben ja auch nicht alles gemacht bisher, das muss man auch dazu sagen. Und es gibt auch stets immer viele Quests, die man noch so optional machen kann. Und hier sind die, die wir abgeschlossen haben. Ist nicht allzu viel, was einfach primär darauf liegt, dass wir uns natürlich auf die Hauptstory konzentrieren. Und die führt uns jetzt wieder in den Zug und auf zu einer weiteren Reise. Also, wir haben auf Gurem, auf dem ersten Kontinent, viel schon erledigt und das Schlüssel en Blanc. Dann auf Duretto und natürlich Gattara. Und jetzt hier, wo wir sind, als nächstes kommt Orfea. Was erwartet uns denn dort? Ich bin gespannt. 25 Gold kostet die Reise. Wir sagen ja und begeben uns nun auf einen neuen Kontinent namens Orfea. Los geht es. Ich bin schon sehr gespannt, was für ein Völkchen uns dort gleich begrüßen wird und in welche Richtung uns dort das Abenteuer treibt. Da laden wir nochmal schön einmal saubersaftig nach und hoffen, dass wir diesmal ungestört Zug fahren können, aber die Hoffnung verabschiedet sich gerade. Ich hab dich gefunden, wiedergeborene Athena. Eure Existenz ist eine Gefahr. Lasse keinen von euch überleben! Oh, du scheinst einen ziemlichen Albtraum gehabt zu haben, hm? Sieht so aus, als hättest du irgendeine Art schlimmen Albtraum gehabt, oder nicht? Also, wenn es dir passt, kannst du mir doch mal ein bisschen davon erzählen, oder? Wir erzählen dem weißen Horo, was wir geträumt haben. Ich verstehe. Dir ist also Nägel im Traum erschienen und hat sowas Schreckliches getan.
Also das bestätigt, dass die Situation schlimmer als erwartet ist. Viel ernster. Eieiei, das ist gefährlich. Jetzt können wir nicht hier Däumchen drehen. Als nächstes Bahnhof Orphea. Orphea. Alle, die dort aussteigen, bitte vergessen Sie nicht Ihre Sachen, die Sie bei sich tragen. Und schauen Sie noch mal, dass Sie alles mitnehmen. Oh, aber im Bahnhof von Orphea, da gibt's doch... Ah, diesen leckeren Akrobatkuchen. Den wollte ich doch da immer schon gekauft haben. Also, ja, dann ist ja entschieden, was ich mache. So. Hodo, dann geh mal. Zackig weg. So, du wirst bald dein sechstes Schlüsselemblem dann sammeln können, ja? Ich werde auch in meiner Kraft liegend alles vorbereiten, was ich vorbereiten kann. Also, für heute heißt es Abschied nehmen. Wir sehen uns dann wieder, wenn das Schicksal sich von uns kreuzt. Es wird ja nicht in allzu weiter Ferne liegen, wenn wir solche Träume schon haben. Eieiei. So, jetzt zelebrieren wir unsere Ankunft hier. Auf diesem neuen, schönen Kontinent. Ich hoffe, er ist schön. Ich weiß es nicht. Am Bahnhof von Orphea sind wir nun angekommen. So. Also dann, ab in die Stadt. Jetzt gönnen wir uns mal einen Blick hier in das neue Abenteuer. Du bist das erste Mal in dieser Stadt angekommen. Möchtest du diesen Ort nun als Wiedergeburtsplatz, wenn du stirbst, halt aktivieren? Das kannst du gerne machen. Wollen wir das machen? Haben wir immer gemacht. Ja, machen wir mal. Komm. So, jetzt sind wir in Orphea und das ist auch gut so. Neue Quests sind erschienen auf unserer Liste, dadurch, dass wir jetzt hier angekommen sind. Und das ist Orphea. Das ist schon mal ein sehr imposantes Restaurant, was uns begrüßt. Ist das etwa alles auf Lebensmittelbasis erschaffen? Eieiei, guck dir das mal an. Was ist das denn da? Ist das das Schloss von Orphea? Nee. Ich guck mal auf die Karte. Ach, das ist Zirkuszelt. Sarkas Tento. Wo mischen wir denn als erstes am besten hin? Guck mal, hier sind auch schon ein paar Leute dabei, die Stadt zu bestaunen. Was machst du denn hier, Cupil? Hallo? Ach, hier, das ist Topfalchemie, die hier betrieben wird. Und mit und Topfalchemisten, wenn der da ist, kann der hier richtig schön besondere Effekte in Ausrüstungsgegenständen und sowas per Alchemie entfalten. So. Oder Pen. Hallo. Wenn du hier jetzt weitergehst, dann kommst du... Ach, guck mal. Ins westliche Gefilde vom Orphea-Gebiet. Und von hier aus, wenn du dort weitergehst, da werden natürlich noch stärkere Monster dich erwarten, die leben dort. Wenn du nach Südwesten schreitest, gibt's ganz, ganz viele noch stärkere Monster. Die erscheinen dort auf dem Windradhügel. Sozusagen. Da kannst du hingehen, wenn du genug trainiert hast. Alles klar. Gigade? Bist du hier? Ha, ich bin extra von weit her gekommen, um das Schlüsselemblem hier zu kriegen. Das heißt, ich muss den Bürgermeister der Stadt erstmal ausfindig machen. Ich habe viele Leute schon gefragt hier und die haben gesagt, komm, du musst erstmal zum Zirkuszelt gehen. Ha, was ist denn hier nur los? Warum zum Zirkuszelt? Was sollen wir da denn machen? Das sind also diese kleinen Gnome hier, die diese Stadt hier bewohnen. Dann gehen wir mal da rein gleich, oder? Ich frage erstmal hier, was bist du denn für einer? Paupedder. Ah, zu meiner Linken die Türe, die führt hinter die Bühne. Das ist der Schaustellereingang sozusagen. Passen Sie also bitte auf. Viele gehen da aus Versehen rein, ja, und das ist nicht ganz so gut. Danach tun Sie so, als hätten Sie einen Fehler gemacht, als wollten Sie da nicht rein. Und dann fragen Sie nach einem Autogramm. Das ist aber nicht gut. Das sollten Sie nicht machen. Das sollten Sie bitte untersagen. Nicht, dass Sie Autogrammjäger sind oder so. Ja, Pau Peter, als wenn ich dann Autogramm will. Ich weiß gar nicht, wer die Schauspieler sind, du. Ach, keine Ahnung. Jedenfalls, müssen wir mal gucken, gehen wir dann da jetzt einfach mal rein oder was? Ist doch nur fast ein Aufruf gewesen, Appell an uns.
Wir müssen hier wahrscheinlich schon rein, oder? Ich gehe einfach mal ins Zirkuszelt. Vielleicht erfahren wir ja was. Wäre ja zu hoffen. So, jetzt sind wir hinten. Der Manege. Das alles Zirkusvolk hier? Hä? Hey! Du, der da einfach so belämmert rumsteht, ja? Das ist ja ein bisschen hinderlich. Hinderlich, das stört doch. Hau mal ab jetzt, wir müssen die Bühne vorbereiten. Hoppo. Entschuldigung, wir sind dabei, gerade alles vorzubereiten und ziemlich beschäftigt, deshalb komm später doch bitte wieder, ja? Hackerl? Ha? Möchtest du... Was willst du? Möchtest du eintreten in die Gruppe hier bei uns? Nein. Ach, dann bist du ein Gast? Entschuldigung, aber du bist hier Backstage gerade. Wenn du das Zirkusstück sehen willst, dann geh bitte in eine andere, von einer anderen Tür rein. Okay. Hier haben wir eine schöne schwarze Kiste, aber dafür brauchen wir einen besonderen Schlüssel leider. Heißt also, wir sind hier falsch, oder müssen wir tatsächlich ein Teil der Zirkuskompanie hier werden? Ich glaube ja nicht, ne? Hier vorne dann vielleicht? Fudepo. Mit ihm rede ich nochmal. So, heute gibt's eine besondere Aufführung hier im großen Zirkus, ja? Es ist eine Special Show nur für die Bewohner von Olfea. Und ja, nur Kinder, die dürfen natürlich umsonst rein, werden hier eingeladen. Hm, was, Reisender? Das heißt, wenn du hier auftauchst, ja, und einen Beweis mit dir trägst, du wünschst dir das Schlüsselemblem, nicht wahr? Du musst wissen, der Bürgermeister dieser Stadt ist der Zirkusleiter Nabret. Er ist gerade aber dabei, auf der Bühne zu stehen. Du kannst aber natürlich gerne reingehen, wenn die Show zu Ende ist. So lange musst du warten und dann kannst du den Kompanieführer letztendlich hier um das Schlüsselemblem fragen. Dann folgen wir mal der Anweisung kurz und gehen hier rein. Und erhaschen einen Blick. Was ist denn das? Ach du meine Güte. Hutte sagt, ja, heute ist es auch so interessant, das wird spannend. Was kommt wohl als nächstes auf die Bühne? Vielleicht kommt ein Clown, der da an einem Trapez rumhängt und rumflattert. Ja, aber wir werden es ja gleich sehen. Ah, okay, okay. Ja, du hast recht. Oh, heute ist so ein fabelhafter Tag. Hey, was ist los, Futter? Hm? Man sagt nicht, dass... was ich als erstes sagen will, obwohl du mein kleiner Bruder bist. Ich als Älterer hab das erste Wort hier. Hey, das ist gemein, Bruder. Aber, Bruder, ist der Zirkus heute wirklich umsonst? Obgleich das so interessant und spannend ist? Ja, es ist heute Jubiläumstag, 15 Jahre, seitdem der Zirkus geöffnet hat. Und deshalb dürfen die Kinder alle umsonst hier rein. Das hat der Kompanieleiter und der Bürgermeister letztendlich Nabret gesagt. Ach, wirklich? Oh, wow, die ganzen Kinder aus Olfea sind gekommen, um sich die Show anzugucken. Ja, und darüber hinaus, nach der Zirkusshow, gibt es All You Can Eat in Sachen besonderem Akrobat-Cake, also Akrobatenkuchen sozusagen. Da kann man sich den Bauch richtig vollschlagen. Das ist so ein toller, netter Mann, der Kompanieleiter. Und nun spricht hier nebenan Ho Puff und sagt, Shh, so, es geht los. Das nächste Stück wird aufgeführt. Und nun spricht Nabret tatsächlich. Ladies and Gentlemen, Endo.
die Kinder von Nolfea. Heute an diesem Tag gibt es in dem großen, von der großen Zirkuskompanie Nabu-Nabu hier in Nolfea, ja, zur Feier des anlässlich des 15. Jubiläums eine besondere Show der Extraklasse. Vielen Dank fürs Kommen. Ja, da habe ich drauf gewartet, sagt Pagodé. der Bürgermeister von Alfea. Ah nein, der Kompanieleiter hier von dem großen Zirkus hier. Alle hier, die sich hier versammelt haben, alle miteinander. Wir haben was vorbereitet, etwas ganz Besonderes, das dem 15. Jubiläum auch wirklich würdig und entsprechend ist. Die besondere Kunst, die wir nun zeigen wollen. Also, spitzt die Öhrchen hier fast schon und blickt auf uns. Guckt genau hin und seht es euch an. Alle Kinder hier, die sich den Zirkus gerade angucken. Ein Augenblick vergeht und ihr werdet alle komplett verschwinden. 3, 2, 1. Großer Bruder, was? Es ist so dunkel, was? Ich hab Angst. Alles in Ordnung, Futter. Es wird gleich wieder hell. Tja! Das ist ja fabelhaft. Er hat die Kinder einfach verschwinden lassen. Das ist ja wie zu erwarten vom Zirkusleiter hier. Mann, ich bin total getroffen vor positiver Freude. Das ist ja wirklich, total toll. Selbst der Zirkusleiter Nabret ist verschwunden. Das ist ja fabelhaft. Wo sind denn unsere Kinder hin? Hey, was ist passiert? Ladies and Gentlemen. Das wird das letzte große Kunststück zum Ehre des 15. Jubiläums von der Zirkuskompanie. Habt ihr euch gefreut drauf? Sicherlich, ihr seid voll Freude. Aber es tut mir leid zu sagen, dass die Kinder Olfeas nicht wieder zurückkommen werden. Moment, was soll das denn heißen? Hey, jetzt beruhigen Sie sich doch bitte. Die Kinder kommen gleich schon wieder zurück. Nein. Die Kinder sind vom heutigen Tag an verschwunden aus Olfea. Hey, was soll der Unsinn? Gib die Kinder zurück. Das war es, die Show ist zu Ende. Und somit auch der Zirkus. Meine geliebten Menschen aus Olfea. Auf Wiedersehen. Das eben, heißt das vielleicht, war das wirklich ein Entführungsfall? Ich habe 30 Jahre mit Imbruns gearbeitet und nun bin ich Polizeikommissioner Pakude, ne? Ja, ich werde mein brillantes Gehirn nutzen und ganz klar meine große Chance greifen hier in Olfea und diesen Fall lösen. Das werde ich tun, das werde ich machen. Auf jeden Fall, meine Chance ist gekommen. Alle miteinander, ich bitte um Ruhe hier im Saale. Die Kinder von Olfea wurden von dem Kompanieleiter Nabret entführt. Aber beruhigt euch. Ich, Pakude, werde alles daran setzen, sie zurückzuholen. Ich werde die Kinder retten. Du Elendiger! Vermaledeiter Dreckskerl Nabret! Warte schon auf mich! Warte! Welch Ende für solch eine Show. Die Story geht weiter und wir mussten Zeuge von dem sein, was passiert ist. Die Kinder wurden entführt und wir müssen hier jetzt gleich offenbar ein wenig helfen, sie wieder zu beschaffen.
Aber nicht jetzt, sondern in der nächsten Folge. Und bis dann könnt ihr nochmal schön kommentieren, liken und am besten abonnieren, falls noch nicht geschehen, und die Glocke aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Hier auf meinem Kanal. Und bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und munter. Gehabt euch wohl. Und auf Wiedersehen.